Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Dragon Age Origins. Meiner Meinung nach das beste Rollenspiel auf unserem Planeten. Ohne Witz. Ich liebe die Gothic-Reihe, ich liebe Risen 1, ich liebe die Witcher, Mass Effect-Reihe, Skyrim, Enderal. Aber Dragon Age Origins wird für mich immer auf Platz 1 bleiben. Ich habe das Spiel das letzte Mal vor 7 oder 8 Jahren gespielt. Ist wirklich schon Ewigkeiten her. Und letzte Nacht lag ich im Bett und dachte mir, es wird mal wieder Zeit. Und warum? Das Spiel werde ich dann auch aufnehmen und auf den Kanal hochladen. Ich weiß, meine Gothic-Freunde, die wollen am liebsten nur Gothic sehen. Kann ich auch verstehen. Ist ja eine geile Spielereihe. Geile Mods. Aber ich habe jetzt Gothic fast anderthalb Jahre durchgängig auf den Kanal gebracht. Ich habe, außer wo ich krank war, jeden Tag ein Video hochgeladen. Gothic 1, Definitive Edition, Gothic 2, Returning, Dark Saga, Dirty Swamp, Archelos, Othello, Nostalgia Edition, Gladiator. Und es, bin ich ganz ehrlich, es wird einfach mal Zeit für eine kleine Pause. Es wird wiederkommen. Das verspreche ich euch zu 100%. Ich habe eigentlich vor, wirklich alle Mods auf den Kanal zu bringen. Aber meine kleine Pause kann nicht schaden. Ich habe mir auch überlegt, wenn ich so bei Dragon Age Origins, sagen wir mal, ein paar Stunden hinter mir habe, dass ich dann auch nebenbei noch wieder eine Gothic-Mod bringe oder sogar Risen 1. Geht ja auch noch auf dem Kanal. Entscheide ich dann noch. Jetzt zum Spiel. Ich habe das Dragon Age Origins habe ich hardcore gemoddet. Wirklich hardcore. Ob es noch besser geht, habe ich keine Ahnung. Ich habe wirklich alles drin, was an Grafik hochgeschraubt werden kann. Ich habe auch ein paar Gameplay-Elemente drin, neue. Einzig, was ich nicht drin habe, sind diese FSK 18 Mods. Privat würde ich die natürlich spielen, bin ich ganz ehrlich. Aber so Nude Mods, was gab es da noch, irgendwie bessere Sexszenen und so weiter. Wie gesagt, würde ich persönlich privat spielen, einfach für die Immersion. Ist halt einfach besser und dadurch werden ja auch die Texturen besser von den Körpern und so weiter. Aber jetzt so für YouTube ungeeignet, bin ich ganz ehrlich. Selbst wenn ich die Sachen dann irgendwie verpixle oder schneide, was weiß ich, habe ich ja dann, weiß ich ja trotzdem nicht, ob dann YouTube die Videos nicht trotzdem blockiert oder sperrt oder was weiß ich. Daher lassen wir den Bums mal. Es können Abstürze und Grafikfehler auftreten. Ich habe das Spiel ja so gemoddet, noch nicht durchgespielt. Und bei Mods können ja immer irgendwelche Probleme auftreten. Das wisst ihr ja selber. Also die, wenn wir zum Beispiel Skyrim oder so modden. Was noch auftreten kann, ist, dass einige Begriffe oder Texte plötzlich im Englischen sind. Weil die Dragon Age Mods werden ja nicht übersetzt. Und weil die nicht übersetzt werden, wird ja das Spiel an mancher Stelle auch in Englisch, in Englische umgearbeitet. Umgeändert. Da hat zum Beispiel Skyrim den Vorteil, da besetzen sehr viele die Mods. Und wir werden Dragon Age Origins in der richtigen Reihenfolge spielen. Darum fangen wir jetzt nicht mit dem Hauptspiel an, sondern andere Kampagnen. Wir spielen als erstes Lilianas Lied, weil das spielt ja vor dem Hauptspiel. Wer Dragon Age überhaupt nicht kennt, ich werde nicht großartig spoilern. Manchmal wird sie nicht vermeiden lassen. Aber ich versuche auch, wenn wirklich mal welche dabei sind, die das Spiel absolut nicht kennen, dass ich da nichts vorwegnehme. Im DLC, was wir als erstes spielen werden, Lilianna ist im Hauptspiel ein Begleiter, eine Begleiterin. Und das ist halt so gesehen ihre Vorgeschichte. Let's go. Ich hab Bock, Leute.
Mir kribbelt es richtig in den Fingern. Und im linken Hodensack. Ohoho. Let's go! Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Diese Geschichte handelt von der Torheit. Ich kenne die Ereignisse und die Wahrheit, aber das Ende kenne ich nicht. Lasst sie mich erzählen und vielleicht finden wir es gemeinsam heraus. Nett. Monate der Planung und Gefälligkeiten. Alles ist vorbereitet. Ferelden wird lernen, dass Orlais das Spiel beherrscht. Aber nach unseren Aufträgen und einer persönlichen Angelegenheit gehört der Rest danach dir. Bist du dem gewachsen, meine Schöne? Du weißt, ich bin zu allem bereit. Ja, das bist du. Dank mir. Ich beobachte dich. Enttäusch mich nicht. Ich liebe es, wie sie geht. Da geht mir der Stein auf. Oh ja. Bitte. Oh, der Zwerg hat genau meinen Humor. Ich lieb's jetzt schon. Das wird lustig. Gönnen wir uns ein wenig Spaß mit den adligen Fereldens. Sie sind so ahnungslos. Die Kunden wollen ein wenig Diebstahl. Beleidigungen. Und einen Schuss Rache. Augen auf. Wir kennen unsere Ziele. Suchen wir sie. Die Waren, nach denen wir suchen, werden in diesem Viertel gelagert. So Leute, jetzt muss ich erstmal selber reinkommen. Wie gesagt, ich habe das Spiel das letzte Mal vor 7-8 Jahren gespielt. So, was haben wir bekommen? Codex-Eintrag. Steuerung, da können wir getrost überspringen. So. Das orsilianische Spiel der Intrigen. Ich erinnere mich. Marjolaine hatte mir Auszüge aus einem fereldischen Buch gegeben. Es war so etwas wie eine Abhandlung über das soziale Gefüge von Orlais. Während Orlais nach außen eine Fassade der Opulenz präsentiert, ergeht sich der Adel in einem System gegenseitiger Diffamierungen, das das Spiel genannt wird. Während ausufernde Empfänge sowohl Freund als auch Feind verzücken, schlagen die Barden aus den Schatten mit Schmähungen, Diebstählen und Meuchelmörden zu. Wobei sie dabei irrational, irritierenderweise häufig sogar die Zustimmung ihrer Opfer finden. Die Kontrolle über diese Bänkelsänger der Schatten ist nur eine weitere Facette des Spiels. Bänkelsänger der Schatten hat mir gefallen. Der Rest hätte nicht trockener sein können. Die Bürger für Weldens verstanden meine Welt nicht im geringsten. Und genau das war natürlich Marjolaines Absicht. Ich hatte meine bevorzugten Begleiter um mich geschart und bin ihr nach Denneren gefolgt. Es ging mir nicht um Geld, sondern um das Vergnügen, mein Spiel mit diesen Narren zu treiben. Ich war Marjolaines Geschöpf. So, schauen wir uns mal um. Die Wachen warten nur auf einen Vorwand, um ihre Klingen ziehen zu können. Ach so, wir haben noch ein paar Level up. Ich würde sagen,
den einen Punkt, den packen wir in Geschick, oder? Ja. Weil wir sind ja ein Schurke. Liliana ist eine Schurkin. So, wir haben 2 Talentpunkte. Ich würde sagen, wir machen einmal was Passives und einmal eine aggressive Fähigkeit. Der Zwerg ist ein Tank. Deswegen bekommt er hier Bedrohen. Schildverteidigung. Und die Schildbalance. Damit er einfach mehr aushält. So, und Sketch war ein Magier. Ja. Ein bisschen Heilung. Kann nie schaden. Eine Wiederbelebung. Und natürlich Schaden brauchen wir. Eisige Umarmung. Schock. Und eine Steinrüstung. Damit kann er sich selbst schützen. So, dann schauen wir uns mal um hier. Das übliche Mitleidsgejammer. Diese Anschlagstafel braucht ein wenig Auffrischung. Der gute Sammelteller der Kirche. Ist das dein Ernst? Du vergreifst dich an den Almosen? Wenn ihr Erbauer das bisschen vermisst, hat die Kirche größere Probleme. Außerdem bin ich auch bedürftig. Schaut euch mal diese Haare an. Die müssen gepflegt werden. Liliana. Tief und dunkel. Wie viele Münzen wohl schon für alle Zeiten darin verschwunden sind. Ja, dann häng dich mal in den Eimer. Dann lassen wir dich runter und du gehst mal gucken. Oder sogar ein Totenkopf drinne. Da ist eine Art Lager. Ich frage mich, wer hier wohl was verstecken wollte. Manche Leute schätzen ihre Privatsphäre. Notiz der Gemeinschaft. Eine kurze Notiz, die Hinweise auf den Fundort eines versteckten Lagers gibt, das zur Bezahlung irgendeiner Belanglosigkeit angelegt wurde. Nehmen wir mit. Eine Gemeinschaft von Magiern. Wusstest du davon, Sketch? Sie sind bedeutungslos. Meistens jedenfalls. Dann wird es ja auch niemanden stören, wenn wir den Hinweisen folgen und uns bedienen. Neuer Codex-Eintrag. Ja, Steuerung klicken wir weg. Den brauchen wir nicht, den Scheiß. Diebstahl an der Gemeinschaft. Ich erinnere mich. Die Notiz der Gemeinschaft der Magier besagte, dass es auf dem Markt Hinweise gäbe, die zu einem versteckten Lager führen würden. Zu dieser Zeit kümmerte es mich nicht, ob jemand dieses Geld verdient hatte oder dafür betteln musste. Die Suche nach den Hinweisen war für mich einfach ein Abenteuer. Zerstreuung. Ich habe mich sogar auf die unvermeidliche Begegnung mit der Wache gefreut. Die Unterschrift besagte, dass der Name des armen Kerls Severin war. Ich glaube, den lernen wir sogar noch im Hauptspiel kennen. Bin mir aber nicht sicher. Bleibt immer schön freundlich. Die Wachen haben noch keinen Grund, Jagd auf uns zu machen. Ja, gleich. So, und da haben wir zum Beispiel schon mal den ersten Gegenstand, der ins Englische übersetzt wurde. Wahrscheinlich durch irgendeine Mod. Die Sachen nehmen wir natürlich trotzdem mit. Und hier haben wir eine Gemeinschaft der Magier. Eine Markierung. Noch ein Hinweis. Mein Dank an die Gemeinschaft. Wohin geht es jetzt? Klingt, als hätte Marjolaine ihr Ziel gefunden. Der arme Bastard. Hm,
ein paar Dokumente, die können wir verkaufen. Mach schnell, meine Schöne. Du könntest mir auch einfach mal helfen, Marjolaine, wa? Mir auf irgendwo in den Schatten zu gammeln, hilf mir lieber. Oh, Marjolaine war so hart zu ihrem armen Hauptmann. Ich frage mich, ob ich das vielleicht noch steigern kann. Wenn du dich schon in ihre Privatangelegenheiten einmischst, dann solltest du auch dafür sorgen, dass es sich lohnt. Es wird so aussehen, als hätte er sich im Dienst betrunken. Nicht schlecht für den Anfang. Zu schade, dass wir sonst nichts mehr haben. Im Moment zumindest. Okay. Würde mal sagen, wir speichern. Macht schon! Öffnet die Tür, verdammt! Da ist ja unsere Plaudertasche. Erledigen wir ihn, als Warnung. Surprise, surprise, du kleines Opfer. Wer? Jovi Maris? Oh nein, es hieß doch, mir geschieht nichts. Ja, das ist eure eigene Schuld. Darüber hättet ihr nachdenken sollen, bevor ihr Lügen verbreitet habt. Ich gehe nicht zurück. Niemals. Soll mir recht sein. Vorsicht! Aber es würde den anderen Angst machen, wenn er einfach verschwindet. Das reicht dir nicht. Du hast wirklich einiges von Marjolaine an dir. Vielen Dank. Hat der Mage uns gerade angezündet? Will der mich verarschen? Was hatten wir dabei? Teil der meisterlichen Lederrüstung. Teil einer orsidalischen Lederrüstung, dessen meisterliche Stich- und Nietechnik es selbst in seinen unverendeten Zustand zu einem ästhetischen Wohltat macht. Die Rüstung wurde offenbar nicht im Kampf zerstört, sondern vielmehr bewusst in ihre Einzelteile zerlegt. Eine Fertigungsprägung deutet darauf hin, dass es insgesamt 6 Teile gibt. Na super. Den Leichnam nehmen wir auch mit. Puh. Wie kann man von so miesem Essen nur so schwer werden? Ach komm, man findet nirgendwo bessere gekochte Innereien als in Ferelden. So, die neue Waffe können wir natürlich anlegen. Das ist ein Dolch. So. Dann speichern wir nochmal. Greifen die Wachen uns jetzt an, oder? Ja. Mach sie fertig! Hinterher! Junge, wo rennt ihr denn hin? Hinter uns her. Sehr schön. Immer her mit ihnen. Kriegst du denn nie genug? Nein. Ja, Zwerg, ey. Immer große Fresse. Der lag doch gerade im Dreck. Warte mal, wir müssen noch ein bisschen was umändern hier. So, das ist passiv. Wir packen mal hier oben hin. Aktivieren wir auch gleich mal. Schreie mal nicht rum. Das ist 11 Uhr in der Nacht. So, das sind Fernkampffähigkeiten. Brauchen wir nicht. Den auch nicht. Ja, der ist nur so ein Mist, den brauchen wir auch nicht. Schwerer Kampf. Okay, das sind Stun. Okay, das sind 2 Attacken. Okay, sehr schön. Jetzt der Zwerg.
So, okay. Was willst du denn? Ey, wie redest du mit mir, Junge? Willst du Stress? Kleiner Scheißer? Okay, die hat noch nichts weiter. Juti, dann können wir jetzt nochmal speichern. Die Wachen sind tot. Und es geht weiter. Den hier können wir sogar plündern. Machen wir direkt. Und wieder. Ein Ring, der jetzt ins Englische besetzt wurde. Durch eine Mod. Feinste Kleidung? Dieser Sir Wally war eindeutig noch nie in Olay. Die gestohlenen historischen Kostüme stehlen. Suchen wir nach einem besseren Verwendungszweck für sie. Nehmen wir einfach mal mit. Herausragende Importwaren. Der Mann ist wirklich von sich überzeugt. Den feräldischen Schmuck stehlen. Nehmen wir auch mit. Oh, das ist Totenschmuck. Es ist nicht ganz so hübsch, wie ich es in Erinnerung hatte. Vielleicht fällt uns für diese Dinger etwas Besseres ein, als sie einfach wieder zu verkaufen. Du könntest die Waren gegeneinander austauschen. Die Händler werden nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig zu beschuldigen. Ach, wie kindisch. Aber eine gute Idee. Warte mal, wir töten erstmal die Wachen hier hinten. Hoch mit dem Lauf auf den Schlag. Ach, da ist eine Mansche da. Und lasst euch nicht abschrecken vom Kampfsystem, Leute. Der wird später noch ein bisschen aufregender, sagen wir mal. Ich habe halt hier noch überhaupt keine Fähigkeiten, wie ihr seht. Aktive. So, da sind noch mehr Wachen. Hierher! Auf den Straßen gibt es Ärger! Jana, Alter, was die verfehlt. Ich glaube, die braucht eine Brille. Schaut mal, da haben wir noch eine Markierung der Magier. Noch ein Hinweis. Mein Dank an die Gemeinschaft. So, da ist das Lager. Wir speichern nochmal zwischen. Wichtig und richtig. Nicht mehr lange. Aus dem Schatten direkt ins Herz. Ich bin hier auf den Fersen. Der Abbruch ist weg. Na los, mach Schaden. Hey, Jana. Einfach gestorben. Na gut, dafür ist der gestorben. So, den plündern wir. Siegel der Gemeinschaft. Ich hätte jetzt Liane auch retten können. Der Magier war wohlhabender, als du hast durchblicken lassen, Sketch. Sie sind einfach nur eine Gruppe, für die ich irgendwie Verständnis habe. Nun, dieses Schmuckstück sieht aus, als wäre es einiges wert. Außer natürlich, wir finden einen anderen Verwendungszweck dafür.
Also ich hätte Lilian jetzt zum Beispiel auch retten können, hier mit Wundumschläge. Das sind die, könnte man sagen, Heiltränke im Spiel. Aber ich wollte die jetzt erstmal sparen. Und mit dem Magier hätte ich sie auch heilen können mit der einen Fähigkeit. Aber ich wollte, dass er seinen Mana nutzt, um zu bürsten. Gegen den Golem. Schick. Nehmen wir mit. Die Quest haben wir auch absolviert. Resistenten. Das geben wir dem Tank. Und nochmal Geschicklichkeiten ringen. Gehen wir Liliana. Haben wir noch was bekommen? Eine Waffe? Oder Rüstung? Nee. Sorry, wenn sich meine Stimme vielleicht auch nicht so tipptopp anhört. Aber ich bin leicht erkältet. Hab ein bisschen Schnupfen, hab ein bisschen Schleim im Rachen. Alles nicht so geil. Renwolds Reliquien, als hätte er sie gefunden. Nehmen wir natürlich mit. Das sind ja unsere Schmuckstücke aus dem Norden. Oh Junge, scheiße, wartet mal. Da kommen neue Soldaten. Ich glaube, da war ein Boss dabei. Bin mir gerade aber nicht sicher. Deswegen locke ich die mal einzeln an. Probiere ich zumindest. Die warten jetzt hier. Ich speichere ab. Versuche die jetzt einzeln herzubringen. Manchmal klappt das. Mal schön mit. War da nicht ein Boss dabei gewesen? Bin mir nicht sicher. Nee, anscheinend doch nicht. Hab ich mal eingebildet. Dann kommt mal her, Männer. Leute, kommt ihr mal her. So, das wären die gewesen. Erstmal einen Schluck trinken. Schöne kühle Cola. Könnt ihr mal schreiben, Leute. Die das Spiel schon kennen. Welches Team seid ihr? Team Liliana oder Team Morrigan? Ich simpe ja für beide. Alter, nee. Die erinnern mich auch beide extrem hart an Triss und Mary, Yennefer. Aber ich glaube, die beiden, also Triss und Yennefer, die waren zuerst da. Durch die Bücher. Da ist ja unser Adliger. Ich wusste, dass irgendetwas faul ist. Lasst sie nicht in meine Nähe. Bin schon da. Ja, gleich. Ha! Mindeste, was daraus springen sollte. Wenn wir uns anstrengen, könnten wir noch besser abschneiden. Wir könnten aber auch Marjolaine aus der Taverne ein Zeichen geben und von hier verschwinden. Mitteilung der Kirche.
In dieser Belobigungsschrift dankt die Kirche Ban Perin für seine beständige moralische Integrität und Großzügigkeit. Sie freut sich außerdem schon auf seine nächste Spende und seine Unterkleider. Wir sollen ihn seiner Würde berauben, nicht seiner Sachen. Wenn wir sie an einem amüsanten Ort hinterlassen, ist das ein und dasselbe. Okay, hier sind nur Stadtwachen, normale. Ich kann mich nämlich noch an früher erinnern, dass hier auf dem Marktplatz ein Boss auftaucht irgendwann. Der hat mir damals nämlich ein paar Schwierigkeiten gemacht. Deswegen kann ich mich daran noch erinnern. Alter, meine Stimme. Und da ist er auch schon. Glaube ich. Wir speichern mal. Und machen nochmal den Trick. Wir lassen die mal hier stehen, hier hinten. Und versuchen die einzeln anzuziehen. Also herzuziehen, nicht anzuziehen. Mein Gott. Schon wieder so. Zu spät, Alter, mitten in der Nacht. Da labe ich schon komplett scheiße. Oh, die kommen schon. Schnell verstecken. Ist der Hauptmann. Ah, verdammt, die kommen alle. Okay, jetzt müssen wir aber machen, dass er ein bisschen Leben bekommt. Problem, der hält nämlich einiges aus. Kann sich verstecken. Okay, mit ihm wegrennen. Das wird nichts, glaube ich. Weil die alte Scheiß Assassine ist. Ja, das wird nichts. Können wir direkt neu laden. Die Lappen aber auch nichts aktiviert, ey. Na, kommen sie? Okay,
Attacke jetzt alleine, oder? Und wieder ist eine Figur. Scheiße, Alter. Alter, der Zwerg, der stirbt einfach nur. Wie wenig Leben hatten der als Tank? Junge, der ist schon fast wieder tot. Ein Hit mehr und wir wären vorbei gewesen. Alter Schwede. Oh Mann. So, den Hauptmann haben wir. Sehr schön. Die anderen sollten kein Problem sein, einzeln. Man kann natürlich auch in einer anderen Ansicht spielen und viel weiter oben hat man eine bessere Übersicht. Wenn mein Mausrad mitspielen würde, so. Also werden wir auch natürlich manchmal nutzen im Hauptspiel, weil manche Kämpfe haben es schon ziemlich in sich, meiner Meinung nach. Aber am liebsten spielt natürlich so. Schön nah dran am Geschehen. So, können wir jetzt irgendwas beim Hauptmann machen? Wir speichern mal. Natürlich. Marjolaine hat dem Kerl wirklich ganz schön übel mitgespielt. Ich frage mich, wie viel Schande er wohl ertragen kann. Die fragwürdigen Unterkleider bei ihm hinterlassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht den Vorschriften entspricht. Und das Siegel der Gemeinschaft der Magier hinterlassen, um Verdacht zu erregen? Jetzt sieht es auch noch aus, als sei er ein Abtrünniger. Schockierend. Alle gestohlenen Gegenstände beim Wachmann hinterlassen? Ein Dieb ist er also auch noch. Der Mann ist wirklich eine Schande. Und den Leichnam neben den Hauptmann legen. Neben einem Toten aufzuwachen, wird seine Lage wohl kaum verbessern. So, und das war's. Damit wäre diese Karriere wohl zerstört. Ich hoffe, Marjolaine wird zufrieden sein. Das finden wir noch früh genug heraus. Wir geben ihr aus der Taverne ein Zeichen, richtig? Aber wir steigen erstmal eine Stufe. Ein bisschen Geschicklichkeit. Stärke, es macht Stärke. Stärke bezeichnet die körperliche Fähigkeit eines Charakters, den direkten Einfluss auf erhöhte körperliche Angriffe, verursachen Schaden, bla bla bla. Beeinflusst außerdem die Treffergenauigkeit im Nahkampf, das ist wichtig. Ja, und Geschicklichkeit erhöht einfach nur... den Schaden mit Geschicklichkeitswaffen wie Bögen und Dolchen. Und man kann den Gegnern besser ausweichen. Ich würde sagen, wir packen noch ein bisschen was in Stärke. Damit sie einfach öfter trifft. Auch wenn ich hinter den Gegnern stehe. Na, ein Punkt muss reichen erstmal.
Wir nehmen noch Schlösserknacken mit. So, er ist Tank. Der braucht unbedingt Leben. Alles andere ist scheißegal. Na komm, wir packen einen Stärke. Schildwall. In diesem Modus bildet der Schild eine Art Bollwerk, wodurch der Charakter zu Lasten von ihm zugefügten Schaden einen deutlichen Bonus auf Rüstung und eine erhöhte Chance, Geschossangriffe abzuwehren, erhält. Schildkenntnis macht den Charakter in diesem Modus immun gegen direkte Niederschläge. Schildbeherrschung gewährt einen Bonus auf Verteidigung. Ja, hört sich doch gut an. Und der Mage noch. Magie und Willenskraft. Willenskraft hat, glaube ich, den Mana-Pool erhöht, oder? Ja, größere Mana-Reserven. Nehmen wir mit. Und Frostwaffen. Für extra Schaden, oder? So, dann machen wir weiter. Marjolaine? Marjolaine! Spiel jetzt nicht mit mir! So macht man das. Oh, meine Schöne. Ganz außer Atem. Und deine Frisur. In Orlais wäre das ein Skandal. Der Zwerg, Alter. Und das liebst du ja. Ich habe gearbeitet. Wo warst du? Das nennt man Arbeiten. Du solltest es auch mal versuchen. Oh, du bist wirklich eine Plage. Frag nur den Hauptmann. Das war wundervoll. Du und ich, wir sind uns ziemlich ähnlich. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir haben den weiten Weg nicht auf uns genommen, um in dunklen Gassen herumzulungern. Lem? Ja, Marjolaine? Sorge dafür, dass sie alles bekommt, was sie braucht. Wir werden heute Nacht nicht zur Ruhe kommen. Wie lautet der Auftrag? Lass mich nicht im Unklaren. Welches Ziel hast du für uns ausgesucht? Alles zu seiner Zeit. Im Moment musst du nur wissen, dass wir uns eine besondere Pause verdient haben, sobald alles erledigt ist. Bereite dich vor und komm dann zu mir zurück. Na gut, dann rüste ich mich aus. Du wirst nicht lange auf mich warten müssen. Oh, wir haben Erfolg freigeschaltet. Rachefeldzug. Immer da, wo das Geld ist, was? Und eure Hand in der Almosensammlung der Kirche war wohl nur ein Versehen, was? Ihr habt mich beobachtet. Könnt ihr eure Augen nicht von mir lassen, Lem? So könnte man es sagen. Wollt ihr etwas? Lasst mich mal sehen, was ihr gefunden habt. Geile Gegenstände. Ja, nehmen wir die beiden Dolche mit, würde ich sagen. Die rüsten wir direkt auch mal aus. Das Langschwert bekommt der Zwerg. Ist eine viel bessere Waffe als den Plunder, den er gerade hatte. So, den Rest können wir eigentlich verkaufen. Aha. Lasst mich mal sehen, was ihr gefunden habt. Gerade am Fett mir stört. Aha. So, weg damit. Den Schild können wir behalten. Wahrscheinlich hat er ja irgendwann die 30 Stärke. Und er hat ja schon 27. Die Ringe können weg. So, was können wir hier noch mitnehmen?
Eine sexy Rüstung. Achso, wir haben kein Gold mehr. Naja gut, dann sparen wir erstmal, würde ich sagen. Den Rest holen wir uns später. Gut, dann sind wir fertig. Bist du jetzt bereit, Liliana? Die Nacht schreitet voran und unser Ziel ist äußerst beeindruckend. Warte mal kurz. Du wirst nicht lange auf mich warten müssen. War hier hinten noch irgendwas? Ja, den ganzen Scheiß können wir noch verkaufen, oder? Aha. Aha. Lasst mich mal sehen, was ihr gefunden habt. Hier. Scheiße, immer noch nicht. Doch, jetzt aber. Ja, mit der Rüstung. Und die Schuhe holen wir uns später mal. Sexy. Liliana ist schon eine geile Waifu. Bist du jetzt bereit, Liliana? Die Nacht schreitet voran und unser Ziel ist äußerst beeindruckend. Auf geht's. Mein Können ist alles, was ich brauche, Marjolaine. Ich bin immer bereit. Genau das, meine Schöne, wollte ich hören. Heiliger Stein. Man kann doch nicht nach Denerim kommen, ohne das Anwesen des Aals zu besuchen. Du bist verrückt. Der Aal ist nicht hier und ein Großteil der königlichen Wachen scheint mit irgendwelchen Problemen auf dem Markt beschäftigt zu sein. Unser Auftraggeber möchte einfach nur, dass wir einen Einbruch vortäuschen, um einige belastende Papiere zu hinterlassen. So wird niemand vermuten, dass sie gerade erst hier deponiert wurden. Oder befürchtest du vielleicht, dass du dieser Aufgabe nicht gewachsen bist? Ich bin dabei. Also gut. Und wir behalten, was wir nebenbei stehlen, richtig? Das ist mein Mädchen. Es läuft genauso wie das Spiel in Olay. Aufteilen, die Wachen voneinander trennen und einen Weg ins Innere suchen. Und platzieren die Papiere so, dass die Diener sie finden können. Und zwar im Schlafzimmer. So wird es schön persönlich. Lass mich nicht warten. Heute Nacht treten wir aus den Schatten. Wir brauchen ein wenig Chaos, um unser wahres Ziel zu verschleiern. Könnten wir das vielleicht tun, ohne eine Spur zu hinterlassen, die direkt zu uns führt? Immer auf der Suche nach einem sicheren Ausweg. Was, Junge? Was war denn das? Anwesen des Aals? Neuer Codex-Eintrag. Kreaturen. Golem. Golems, früher einmal ein zentraler Bestandteil der Verteidigung von Orsama, sind heute nahezu verschwunden, denn das Geheimnis ihrer Herstellung ging vor über 1000 Jahren verloren. Die wenigen verbliebenen Golems werden von der Halle der Bewahrung kontrolliert und nur dann eingesetzt, wenn der Kampf gegen die dunkle Brut so verzweifelte Ausmaße annimmt, dass ihr möglicher Verlust gerechtfertigt erscheint. Heute würde niemand einen Golem verkaufen. Aber in alter Zeit haben die Zwerge viele davon an die Magisterlords von Tivinter geliefert. Golems sind gewaltige Waffen, lebende Belagerungsmaschinen, die Felsen schleudern können wie ein Katapult oder sich wie ein Erdbeben durch die Reihen der Feinde flügen. Steuerung, können wir wegmachen, die Scheiße. Das Anwesen des Aals. Ich erinnere mich,
bei so vielen von Marjolaines kleinen Überraschungen war ich eher aufgeregt als beunruhigt. Das Anwesen des Aals bot das typische Bild einer Festung in Friedenszeiten, deren Befestigungen eher dazu dienen, den Adel zu beruhigen, als Feinde abzuhalten. Es mag vielleicht vor langer Zeit furchteinflößend gewirkt haben, aber als ich dort war, war es nur eine weitere Trophäe, die ich für Marjolaine erobern sollte oder wollte. Ich sollte allerdings noch erfahren, dass das Anwesen für die Dauer der Abwesenheit des Aals in weitaus beunruhigende Hände gegeben wurde. Soldaten im Dienste des Aals. Ein Grund mehr, ihre Leichen so loszuwerden, dass niemand sie findet. Neuer Codex-Eintrag. Mabari-Kriegshund. Hunde sind ein essentieller Bestandteil der Kultur von Huelden und kein Hund wird mehr geschätzt als ein Mabari. Die Rasse ist laut Mythos schon uralt und wurde angeblich aus den Wölfen gezüchtet, die Dänen gedient haben. Dank ihrer legendären Intelligenz und Treue sind sie weitaus mehr als nur eine Waffe oder ein Statussymbol. Die Hunde wählen ihren Herrn selbst aus und bleiben dann ihr Leben lang bei ihm. Wer einen Mabari hat, gilt in ganz Fuelden sofort als bedeutend. Mabari sind auch ein wichtiger Bestandteil der Militärstrategie von Fuelden. Nach der Ausbildung können sie Ritter aus dem Sattel holen oder Infanterielinien durchbrechen. Und ein Rudel bellender Kriegshunde löst selbst bei erfahrenen Soldaten Anflüge von Panik aus. Sorry, ich muss jetzt noch mal trinken, Alter. Meine Kehle so staubtrocken, Alter, da, keine Ahnung. Was wie die Wüste. So, haben wir noch einen bekommen? Ja, hier unten. Der Kerntrupp. Ich erinnere mich, Soldaten nannten ihre Einheit den Kerntrupp. Und dieser Name war nicht unverdient. Sie waren Grundbesitzer, eingeschworen auf Haven Valley, einen Adligen, der sich während des Krieges zwischen Orlais und Fuelden ausgezeichnet hatte. Als der Krieg endete, waren sie jedoch in Ungnade gefallen und ihrem Gönner wurde sogar die Rückgabe seines Titels und seiner Ländereien verweigert. Damals wusste ich nichts von all dem. Und das sollte ich später bereuen. Verfehlen. Ja, hört mal an! Hast du ein Problem? Bruder Liliana, ey. Oder beziehungsweise Schwester, könnte man sagen. Die ist ja nur am Verfehlen. Macht überhaupt kein Damage gefühlt. Einfach weil sie nichts trifft. So eine Scheiße. Ein guter Ort, um etwas zu verstecken.
wenn man gerne gräbt. So, die verbuddeln wir jetzt erstmal. Damit sind sie außer Sichtweite. Bist du jetzt glücklich, Sketch? Naja, beruhigt. Ging ja richtig flott. Ich hätte dafür erstmal eine Stunde gebraucht, um die zu verbuddeln. Die Tür ist zu offensichtlich. Sie ist bestimmt verriegelt, auch wenn sie nicht mit einem Einbruch rechnen. Ich wette, die Türangeln halten mehr aus als die Wachen. Das ist unser Weg hinein. Das Fenster in der Ecke können wir erreichen. Für Tuck könnte es vielleicht ein klein wenig eng sein. Genau, das hat deine Mutter auch gesagt. Oh, gut gekontert. Ja, gleich. Also gut, wir suchen uns noch mehr Soldaten und sorgen für ein bisschen Chaos, bevor wir die Papiere deponieren. Ich liebe es, wenn du so redest. Und dich liebe ich auch, Sketch. Der Magier, ich hab keinen Bock auf die Gruppe, Alter. Überhaupt keinen Bock hat auf die Gruppe. Da geht's raus, oder? Billigt Ferelden etwa die Folter? Oder ist sie nur erlaubt, weil der Aal gerade nicht da ist? Das spricht nicht unbedingt für denjenigen, der momentan das Sagen hat. So, wir müssen uns mal leveln. Bisschen Leben kann auch nicht schaden. Und noch eine Fähigkeit, würde ich sagen, oder? Oder nehmen wir eine weitere passive Fähigkeit mit? Der Charakter verfügt über große Erfahrung im Kampf mit zwei Waffen, wodurch er einen Bonus auf seine kritische Trefferchance erhält. Er hat außerdem die Möglichkeit, seinem Gegner mit jedem Treffer blutende Wunden zuzufügen. Über einen längeren Zeitraum Schaden verursachen. Ja, nehmen wir mit, komm. So, er ist Tank. Dann nehmen wir irgendwas mit, würde ich sagen, hier überleben. Schildkenntnis. Ja, immun gegen Niederschlag und so weiter. So, Sketch. Bisschen mehr Mana, schadet nie. Er verkraftet mehr Schläge, das ist gut. Nehmen wir noch die Steinfaust mit, wa? Ja, Steinfaust nehmen wir mit. Vorne steht, fällt auch als erster, hat der Zwerg gerade gesagt. Da kennt er sich aus. So, hier haben wir nichts. Dann weiter. Ein Lederrüstungsteil. Nehmen wir mit. Bedient euch. Immerhin soll es ja nach einem Einbruch aussehen. Du hast einen Hacker von dem Boden übersehen. Bitte, Meister Vaughn, ich habe draußen etwas gehört. Du weißt, welche Strafe dir für Widerworte droht. Ja, richtig auf den Arsch. Oh. Der Kleine wird später mal ein ganz besonderer Mann. Ganz dominant im Bett.
So wie ich. So, weiter geht's. Dicke Türen sind doch immer wieder Überraschungen. Quatsch nicht so viel. Fick dir lieber. Voll daneben. Ich glaube aber, unser Magier hat noch nichts von Friendly Fire gehört. Junge, der fackelt mich ja nur ab. Der Wichser. Hier, Schlüsselbund. Nehmen wir mit. Ja, gleich. Kommt, Kommandant. Zeigt mir euren kleinen Drachen. Die kleine Schlampe, Junge. Was zum... Ein ganz kleiner Drache ist es aber. Kleiner Kampfstachel. So, wir gucken erstmal hier bei den Türen. Einen verdammt guten Morgen wünsche ich. Hey, der Magier. Wird erledigt. Den Krimskram. Natürlich. Hier genauso. Nehmen wir aber natürlich alles mit. Können wir verkaufen dann. Noch mehr Soldaten! Liete, dass ich nicht lache. Lasst es uns aufkosten! Ja, was machst du? Greif an! Einfach unglaublich! Wird erledigt. Was haben wir hier? Ein bisschen Plunder. Minus 1 Stärke, super. Könnten wir höchst den Magier geben. Hat der irgendwas? Nö, hat er noch nicht. Bekommt er direkt. Aber hier Kriegsberichte. Kriegsberichte? Ohne dass es einen Krieg gegeben hätte? Es herrscht noch immer enorme Verbitterung. Das hier geht allerdings zu weit. Kriegsberichte. Überarbeitung. Ich erinnere mich. Hätte ich mein jüngeres Ich interessiert... Hätte es mein jüngeres Ich interessiert, wäre mir aufgefallen, dass der Kerntrupp in Kriegsberichten zunächst enorm gepriesen wurde. Als jedoch das Land ihres Gönners verloren ging, wurden sie von König Merrick persönlich wegen der brutalen Misshandlungen von Gefangenen an den Pranger gestellt. Ihr Gönner war Harven Raleigh, dessen jüngstes Ersuchen, sein Land gewaltsam zurückzuerobern zu dürfen, abgelehnt wurde. Doch dies waren die Probleme anderer und hatten nicht das Geringste mit mir zu tun. Ah, ich weiß ja nicht, Leana. Vielleicht doch mehr als du denkst. So, wo ist Marjolaine, die alte Schlampe? Wo ist sie hin? Marjolaine wird uns schon finden, wenn sie ihren Spaß hatte. Ja, das ja. Macht sie immer so. Die ist erstmal ordentlich am Lutschen, Alter. Das Hauptschlafzimmer. Wir können die Papiere im Schreibtisch deponieren. Ich werde es tun. So, noch ein Teil der Rüstung. Und persönliches Tagebuch. Dieser Kommandant Raleigh scheint ein echtes Monster zu sein. Vielleicht ist er ja das Ziel, das wir in Ungnade stürzen sollen. Arwen Raleighs persönliches Tagebuch. Ich erinnere mich. Kommandant Raleigh persönliches Tagebuch gewährte mir einige grauenhafte Einblicke. Er prahlte darin mit seiner Grausamkeit, die noch weit über das hinausging, was öffentlich bekannt war.
Er sehnte sich nach einem Vorwand, um Molay angreifen und sein verlorenes Land zurückzuerobern zu können. Es war nicht schwer, sie vorzustellen, wie das Festhalten an einem derartigen Hass einem Mann vergiften kann. Was ich jedoch nicht wissen konnte, war, wie sehr die persönliche Fehde dieses Fremd mit meiner Liebe zu Marjolaine kollidieren würde. Ja. Die haben ja gerade ihren Spaß. Das sind orlesianische Siegel. Beeil dich, wir überstrapazieren ihre Gastfreundschaft. Was hast du mit dem Mann gemacht? Ich will alle Details wissen. Wirklich, jede schmutzige, dreckige. Marjolaine? Wo warst du? Wer war dieser Mann? Was? Ach, nur irgendein Offizier. Ich habe versucht, größeren Kämpfen vorzubeugen. Ja, bestimmt. Ein Offizier? Wer? Und was ist hiermit? Mit diesen orlesianischen Militärsiegeln? Keine Zeit, das auszudiskutieren. Das gefällt mir nicht. Später, Liliana. Los jetzt. Wir sind eine Stufe gestiegen schon wieder. Perfekt. So, Geschick nehmen wir einmal mit. Einmal Leben und einmal Stärke. Eine bessere Trefferchance. Obwohl, reicht eigentlich. Dann gehen wir lieber auf Leben noch ein bisschen. So, was nehmen wir hier mit? Wir nehmen den Doppelschlag mit. Nee, wir nehmen den hier mit Unruhe. Da schlägt sie ja dreimal zu. Statt einmal mit beiden Waffen. Drei, sechs, zwei im Sinn. Nein. Ihr seht ein wenig verstört aus, Kleine. Beunruhigt euch dieser Auftrag nicht? Bereitet es euch keine Sorgen, dass wir hier sind? Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Meine Geldbörse folgt Marjolaine. Sie hat einen Blick für Geld. Aber wenn wir geschnappt werden... Wenn ihr geschnappt werdet. Ich weiß nie, was ihr so treibt. Und genau so mag ich es auch. Kollege, ich ziehe dich mit in die Scheiße, wer geschnappt werde. Seid ihr so, wie es ist? Ich verpetze dich als Erstes. Zeigt mir einfach, was ihr auftreiben konntet. Genau, ich will meine neuen Schuhe. Wo sind sie hin? Will er mich verarschen? Ah, aber neue Ringe. Stärkering nehmen wir mit. Geschick und Stärke nehmen wir auch mit. Zauberkraft. Nehmen wir alles mit, komm. Bam, bam, bam. Ja, eine Scheiße, sind meine Schuhe weg. Junge, was hat denn der alles für ein Magier hier? Was mit dem Tank? Den muss er aushalten. Naja, nehmen wir mit. Die Wundumschläge nehmen wir auch noch mit. Ach so, kann ich gerade nicht ausrüsten, weil die nicht in meiner Gruppe sind. Was ist das? Wir rauben den Aal aus und er kocht denselben Haferbrei wie immer. Ich könnte einen Stein reintun, dann fühlst du dich gleich wie zu Hause.
Baumküsser. Steinfresser. Geil. Ich liebe einfach Elfen und Magier und Zwerge. Die Konkurrenz immer wie ein Herr der Ringe. Nun, Marjolaine steckt voller Überraschungen. Ich muss einfach mit ihr über die Papiere sprechen, oder? Es scheint, als hättest du dich bereits entschieden. Wusstest du etwas von ihr über den Auftrag? Hat Marjolaine dich auch im Dunkeln gelassen? Das tut sie doch immer. Nein, nicht immer. Das mag vielleicht für dich gelten. Ich erfahre nur, wo und wann. Und meistens reicht das auch. In Val Royeaux war es sowieso ziemlich ruhig. Außergewöhnlich ruhig, um ehrlich zu sein. Sie hat sich auf Denerim konzentriert. Marjolaine hat diese Mission seit Monaten geplant. Sie hat dafür sogar ein paar Aufträge abgelehnt. Das hat uns ausgehungert und ein wenig blind werden lassen. Aber bestimmt nicht mit Absicht. Natürlich nicht. Was würdest du tun? Wir müssen etwas tun, bevor die Sache zu einem Problem wird, Tuck. Aber was? Naja, ich würde einfach mein Geld nehmen und wieder nach Orlais abhauen. Ich habe da eine Kleine, die ganz heiß darauf ist, ihren adeligen Gatten für mich zu verlassen. Wir haben einiges veranstaltet, um den Markt entsprechend vorzubereiten. Irgendjemand wird wissen, dass wir hier waren. Marjolaine hat einflussreiche Leute in der Hand. Sie weiß, wie man mit Verrat fertig wird. Ja, vielleicht. Sind meine Sorgen berechtigt? Vielleicht mache ich mir ja zu viele Gedanken. Diese Papiere waren nicht Teil des vereinbarten Auftrags. Sie stellen ein besonderes Risiko dar. Dann solltest du sie wissen lassen, dass du dir auch Sorgen machst. Ob sie davon weiß und ob es sie interessiert, sind zwei verschiedene Dinge. Ich rede mit ihr. Ich bin mir sicher, das alles ist nur ein Missverständnis. Wir können es wieder in Ordnung bringen. Das wird sie nicht gerne hören. Getsch. Bist du etwa mit Kochen an der Reihe? Ich muss einfach irgendwas tun. Das Anwesen des Aals und diese Soldaten? Die Templer sollten die Magier in Ruhe lassen und lieber Jagd auf Leute wie Marjolaine machen. Warst du auch überrascht? Ich hatte schon Angst, ich sei die Einzige, die nichts von dem Plan wusste. Du bist doch diejenige, der sie alles erzählt. Warum bist du dann mitgekommen? Ein abtrünniger Elf muss dafür sorgen, dass er immer in der Nähe seiner Freunde bleibt. Ich kann schon allein aufgrund eines Gerüchts gehängt werden. Unbeabsichtigter Hochverrat ist da vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Wie würdest du es wieder in Ordnung bringen? Ich mache mir auch Sorgen, aber wir bringen es wieder in Ordnung, irgendwie. Wir sollten einfach untertauchen, anstatt abzuwarten, bis wir geliefert sind. Du willst nicht zurück nach Orlais? Es gibt nicht viel, wohin ich zurückkehren könnte. Und wenn sie erst einmal glauben, dass ich eine Gefahr für das Land bin, bleibt noch viel weniger. Vermisst du Orlais nicht? Ich könnte den Gedanken, meine Heimat niemals wiederzusehen, nicht ertragen. Ich wünschte, ich würde dieses Gefühl kennen. Manche von uns erfüllen einfach nicht das Idealbild einer Badenspionin. Nimm mich zum Beispiel. Du ermordest die Musik. Ja, ich spreche mit ihr. Ich muss mit Marjolaine darüber reden. Und zwar schnell. Ein Glück, dass ich das nicht machen muss. So, hier sind seine Bücher. Seine Porno-Zeitschriften hier. Ja, damit. Erledigt. Sketch. Ich erinnere mich. Ich habe Sketch in Val Royeaux kennengelernt. Da er einen Großteil seines Lebens versteckt unter Immigranten und Einwanderern verbracht hatte, fehlte ihm nicht nur die Verbindung zu anderen Stadtelfen, sondern auch deren Verbitterung und Akzent. Seine Hauptsorge war weniger, dass er als Elf verfolgt werden könnte, sondern vielmehr, dass man Jagd auf ihn machte, weil er ein Magier war. Er hatte nur wenig von einem Baden an sich, aber ich schätze, das Spiel war in dieser Hinsicht nachsichtiger als die Templer. Stimmt ja, in The Wailing Edge wurden die Magier gesucht. Und die mussten in irgendeinem Turm leben, glaube ich. So war es ja. Na, der kommt ja halt noch im Hauptspiel. Ich erinnere mich an seine Bücher. Bücher sind für einen Magier nichts Ungewöhnliches, aber die meisten von ihnen dienten ausschließlich der Zerstreuung. Die enthielten nicht den Hauch von Geschichte. Das einzige richtige Magierbuch war eine Ausgabe von Philosophie und Ethik hinsichtlich des Umgangs mit beschworenen Wesen.
Das er aber auch nur besaß, weil er so dick war. Er bedeckte nach und nach jede einzelne Seite mit winzigen, gedankenverlorenen Kritzeleien. So, als sei der ursprüngliche Text überhaupt nicht vorhanden. So, Codex-Eintrag. Tuck. Ich erinnere mich, Tuck. Tuck war ein Zwerg, der für Fremde nur wenige und selbst für Freunde nur ausgewählte Worte übrig hatte. Er passte nicht im geringsten nach Olé, verrät jedoch niemals, warum er seine Heimat verlassen hatte. Ich akzeptierte seine Begleitung und Freundschaft, in dem Wissen, dass er seine Wünsche und Bedürfnisse preisgeben würde, sobald er dazu bereit wäre. Als ich ihn zum ersten Mal nach den Seidentüchern fragte, musste er lachen. Wenn wir uns in der Schatzkammer irgendeines Adligen die Taschen mit Edelstein vollstopften, durchwühlte Tuck immer die Wäsche. Die Tücher waren ein zweckmäßiger Luxus für ihn. Denn man kann nie wissen, wie gut auf Reisen die Möglichkeiten sind, sich an bestimmten Stellen zu waschen. Na, ich dachte irgendwie abzuwischen. Na gut. Irgendwann sagte er mal viel zu laut, er hätte sich selbst verweichlicht und seine Schwielen verloren. Ich vermute jedoch, dass es ihm dabei nur darum ging, Sketch ableichen zu sehen. Naja, Elfen und Zwerge und Träumchen. So, Madeleine. Meine Sorge war also berechtigt. Das spielt keine Rolle. Vergiss nicht, mit wem du sprichst. Stell mich vor den anderen niemals in Frage, Liliana. Weder auf einer Mission noch sonst wo. Das Spiel ist eine Sache. Wir spielen die Adligen gegeneinander aus und die Mächtigen sehen weg. Es ist nur ein Spaß. Aber diese Papiere... Wenn das olesianische Militärsiegel sind, ist es Hochverrat, sie nach Ferelden zu bringen. Bei Hochverrat sieht niemand weg, Marjolaine. Sie werden uns öffentlich hängen. Meine Schöne, so verloren an einem fremden Ort. Ach, geht es darum, dass du mich mit diesem Offizier gesehen hast? Ja, bin eifersüchtig. Aber hatte auch Bock. Bin ganz wuschig. Es geht darum, dass du uns alle in Gefahr bringst. Du hast uns damit überrumpelt. Hätte ich davon gewusst, hätte ich es dir ausgeredet. In Orlais warst du nie so zögerlich. Vielleicht habe ich dich einfach zu früh von der Straße geholt. Marjolaine, bitte. Du lässt mir keine Wahl. Wir werden es rückgängig machen, nur für den Fall, dass irgendjemand es herausfinden könnte. Das wird nicht einfach. Vergiss nicht, dass du darum gebeten hast. Ja, na klar, so safe eine Falle. Hauptsache, wir sind dann sicher. Ich danke dir, Marjolaine. Unser Leben ist auch so schon aufregend genug, nicht wahr? Halte dich bereit. Ich brauche einen Moment. Die muss erstmal ihren BH richten. So, haben wir hier noch was? Das Gepäck. So, Marjolaine. Ich erinnere mich, Marjolaine forderte Angst, Respekt und einen hohen Preis. Die war die Antwort des orsilianischen Adels, wenn bei einer Rivalität der letzte Schritt unternommen werden sollte. Und sie war alles, was ich sein wollte. Sie sprach nie über sich selbst und verriet nichts darüber, wer sie außerhalb des Spiels war. Und doch schien sie immer genau zu wissen, wie sie uns faszinieren konnte. Sie war für uns eine Mentorin, keine Anführerin. Sie gab Ratschläge und andere wurden in ihrem Schatten reich. Ich bemerkte damals nur beiläufig, dass Marjolaines Gepäck nur das Allernötigste für diese eine Reise enthielt. Sie hatte nichts bei sich, was auch nur im Entferntesten einen persönlichen Wert besaß. Ja, warum auch? Die will ja wahrscheinlich schnell fliehen. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden den Part an der Stelle. Meine Stimme spielt schon nicht mehr mit, hört man vielleicht.
Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Haut da rein. Ich hab Bock, Leute. Ich hab so Bock.